Ein Typ, 16 Jahre alt, geht zum Apotheker, ne, und sagt so, hören Sie mal, ich bin heute zum Essen eingeladen bei den Eltern meiner Freundin. Und ich hoffe, dass ich danach zum ersten Mal mit meiner Freundin aufs Zimmer gehen kann und kann ihr untenrum Tag sagen. Haben Sie etwa, wie ich mich schützen kann? Sagt der Apotheker, ja, ich habe Kondome. Oh, Kondome sind gut. Er kauft die Kondome, dreht sie um, will rausgehen, geht aber nochmal rein und sagt, hören Sie mal, die Mutter von meiner Freundin, die ist auch ziemlich scharf. Haben Sie immer, zweites Päckchen, Riesenidee, kauf ein zweites Päckchen. Die sind abends beim Essen, sagt seine Freundin so, hey, ich gewusst, dass du so zurückhaltend bist und so ruhig, ich hätte dich nicht eingeladen. Sagt er, ich gewusst, dass dein Vater Apotheker ist, wäre nicht gekommen. Ein Bauer bleibt mit seinem Traktor im Morast stecken und sagt zu seiner Bäuerin, hör mal, zieh ich mal komplett aus und leg deine Klamotten vor den Reifen. Kann ja sein durch die Trockenheit, dass wir hier rauskommen. Sie macht das, zieht sich komplett aus, aber klappt nicht. Sagt er, pass auf, geh mal zum Bauer Petersen. Ja, der soll mal mit seinem Traktor und mit dem Seil kommen und sie rausziehen. Sagt sie, ich bin doch total nackt. Ich gehe doch hier zu keinem Bauern. Mein Gott, stell dich nicht so an. Zieh den Schuh aus. Hier, halte den vor der Buschi. Sie geht mit dem Schuh so dahin. Stellt er an, sagt er, hallo Bauer Petersen, können Sie mir helfen, meinen Mann rauszuziehen? Und dann steckt nicht drin. Und Typ mit dem blauen Auge an der Theke, wo ist das blaue Auge denn her? Aus dem Aufzug. Wie? Ja, ich stand im Aufzug, da kam eine Frau rein und hat mich gefragt, ob ich für sie die zwei drücken kann. Typ sitzt an der Theke, kommt ein kleines weißes Pferd vorbeigerannt und denkt so, was war das denn? Auf einmal kommt der kleine weiße Pferd wieder vorbeigerannt. Er sagt zum Wirt, hör mal, was ist das hier mit dem kleinen weißen Pferd, was soll das? Sagt der Wirt, hör bloß auf, geh mal bei uns unten im Bierkeller hinterm Gurkenfass, da sitzt eine Fee, wünsche was weiße Bescheid. Der geht runter, kommt 20 Minuten später wieder hoch, hat eine Melone unterm Arm. Und hinter ihm läuft ein kleines Schwein. Sagt er zum Wirt, hör mal, kann das sein, dass die mich da unten nicht versteht? Ich wollte 1 Million in kleinen Scheinen. Sagt der Wirt, glaubst du, ich habe mir einen 30 cm langen Schimmel gewünscht?